Das Mohnblumenmärchen. Es war einmal eine Handvoll Mohnblumensamen. Die wurden vom Wind durch die Luft getragen und irgendwo an einem Wegrand, da ließ er sie fallen. Oh, das gefiel den Samen gut, denn am Wegrand, da würden sie von vielen Menschen bewundert werden. Denn sie waren sehr schön, die Mohnblumen. Und darauf waren sie auch stolz. Schnell begannen sie zu keimen, steckten ihre Würzelchen und Wurzeln tief in die Erde hinein. Bald zeigten sich die Blätter und dann wurden die Stängel nach oben gestreckt. Die Blütenknospen zeigten zuerst noch zum Boden, doch dann streckten auch sie sich dem Licht entgegen, entfalteten ihre leuchtend roten Blütenblätter. Mittendrin waren die eleganten schwarzen Staubfäden zu sehen. Und schon tanzten die Mohnblüten im Wind und nickten allen zu, die vorübergingen. Nur die allerkleinsten Samen, 5 an der Zahl, die ließen sich Zeit. Langsam und ganz gemächlich breiteten sie zuerst einmal ihre Blätter aus und warteten ab. Währenddessen bekamen die großen Mohnblumen Besuch von einem kräftigen Wind, der sagte zu ihnen: »Jetzt müsst ihr eure Blütenblätter loslassen.« Aber das gefiel den Mohnblumen gar nicht. »Nein«, sagten sie empört, »das machen wir ganz sicher nicht. Wie würden wir denn dann aussehen?« Der Wind zuckte nur mit den Achseln. Also, wenn der Wind mit den Achseln zucken könnte, dann hätte er das getan und flog weiter. Da wurden die Strahlen der Sonne immer kräftiger und die Sonne sagte zu den Mohnblüten: »Jetzt werde ich eure Blütenblätter trocken werden lassen und dann können sie abfallen und dann...« Aber die Mohnblüten ließen die Sonne gar nicht ausreden und erwiderten sofort: »Nein, nein, nein, du wirst unsere Blütenblätter nicht trocknen und sie werden auch nicht abfallen. Wie würden wir denn dann aussehen?« Und die Sonne, wie auch schon der Wind, zuckte nur mit den Achseln, also wenn sie das könnte, hätte sie es getan, sagte: »Wenn ihr meint«, und zog sich wieder ein wenig zurück. Und die großen roten Mohnblumen bewegten sich weiterhin ganz elegant hin und her und sahen, wie schon gesagt, wunderschön aus. Doch irgendwann kam der Regen und mit ihm ein noch stärkerer Wind. Und jetzt zeigte sich, dass ihre Stängel nicht mehr genug Kraft hatten. Und als Regen und Sturm sich ausgetobt hatten, da waren sie alle umgeknickt. Nur einen Tag später lag alles auf dem Boden. Die ehemals roten Blütenblätter, die jetzt schmuddelig braun aussahen, die Staubfäden, die Stängel. Als die 5 langsamen Mohnpflanzen, die sich gar nicht entscheiden konnten, ob sie denn überhaupt blühen wollten oder nicht, das sahen, da beschlossen sie, dass es jetzt an ihrer Zeit wäre. Alle ihre Kraft legten sie nun ins Wachsen. Sie wuchsen schnell und hoch. Jede von ihnen bekam eine Blütenknospe, die immer dicker und dicker wurde, sich nach oben streckte und dann aufbrach. Die Blütenblätter zuerst noch ganz zerknittert, doch bald seidig glatt, zeigten sich fröhlich der Sonne und allen den Menschen, die vorüberspazierten. Und als der Wind kam und sagte: »Jetzt wehe ich eure Blütenblätter davon«, da freuten sie sich, dass sie fliegen durften, ließen ihre Blätter los und wehten davon, weit, immer weiter. Und als die Sonne immer stärker schien, da vertrockneten die schwarzen Staubfäden. Und zugleich wuchs in der Mitte etwas, das sah aus wie ein kleiner, grüner, runder Tempel
Dann wurde er etwas größer und braun und er hatte kleine Fensterchen direkt unter dem Tempeldach. Und in diesen entzückenden kleinen Häuschen waren Mohnsamen. Die Mohnsamen blieben in ihrem Häuschen, so lange bis die Zeit reif war. Und dann kam ein ganz kräftiger Wind und holte sie alle heraus und trug sie davon, an einen anderen Wegrand, damit andere Menschen sich an ihnen freuen konnten.